In allen Punkten war der HB Esch dem Schweizer Erstligisten BSV Bern-Muri unterlegen. Nur in der ersten Hälfte konnten die Luxemburger ein wenig Paroli bieten. Das Spiel der Schweizer war schnell und aggressiv. Zügig war Bern-Muri in Führung, die Luxemburger Gegenwehr wurde allerdings stärker. Esch kam in Fahrt und konnte einige Lücken der Schweizer ausnutzen. Bis zur Pause konnte HB Esch den Rückstand verkürzen, sie verpassten aber den Ausgleich. In der zweiten Hälfte brachen die Schützlinge von Trainer Jean Lehmann komplett ein. Die Gäste aus der Schweiz gaben ihnen das Tempo vor und die Escher verloren von Minute zu Minute an Kreativität. Der Ballverlust der heimischen Mannschaft wurde fast Routine. Nur der starke Einsatz von Mitrea verhinderte Schlimmeres. Ein Weiterkommen für Esch ist in weite Ferne gerückt. Das Rückspiel in der Schweiz reine Formsache.